Fünf Jugendliche in den Ferien auf einem Pferdehof. Eigentlich was ganz Normales, aber nicht in diesem Fall. Vor ein paar Tagen war ich an einem Punkt, an dem die Welt mich echt mal konnte. Fass mich nicht an! Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Und dann wurde ich auch noch abgeschoben. Auf dem Pferdehof. Zusammen mit vier anderen hoffnungslosen Fällen. Die Lilienthals und ihre Pferde sollen uns helfen, wieder klarzukommen. Da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Patricia, es reicht! Doch das eigentliche Problem ist, dass hier Dinge abgehen, mit denen keiner von uns gerechnet hat. Leute, wir sind die Auserwählten! Klingt auf jeden Fall ziemlich geheimnisvoll. Und hier sind jetzt die Hauptdarsteller aus der neuen Serie Amans Geheimnis. Das sind Sinja und Khan. Und dabei ist auch Regisseurin Alex Schmidt. Hi, herzlich willkommen im Tiger-Institut. Schön, dass ihr da seid. Wir nehmen mal hier drüben in unserer kuscheligen Ecke Platz. Und ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid die Hauptdarsteller bzw. die Regisseurin von der nagelneuen Serie Amans Geheimnis. Und ihr zwei, Khan und Sini, ihr spielt die Hauptrollen in der Serie. Und Alex, du bist die Regisseurin. Genau. Sag mal, du stehst besonders auf Mystery-Serien oder wie bist du darauf gekommen? Ja, ich bin großer Mystery-Fan. Also alle Serien und alle Filme gucke ich mir an. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, mir selber zusammen mit Freunden so eine Welt auszudenken mit Zauberern und Feen und Elfen, habe ich sofort ja gesagt. Und man erkennt relativ schnell, dass auf diesem Pferdehof irgendetwas ganz Mysteriöses vor sich geht. Und die Serie heißt ja auch Amans Geheimnis. So, und jetzt will ich natürlich wissen, wenn ihr schon mal hier seid, was ist denn Amans Geheimnis? Ja, Alex, was ist das Geheimnis? Ihr wurdet gefragt. Ja, Alex. Du, ihr wurdet gefragt. Khan, was ist denn das Geheimnis? Also, ich behalte ein Geheimnis für mich. Okay, Alex? Ja, ich sowieso, immer. Und vielleicht versuche ich es bei dir nochmal. Sinja, was ist denn das Geheimnis? Wir sind doch unter uns. Keine Chance? Nee, überhaupt nicht. Mist, da muss man Leider. Die Serie also doch angucken. Okay, ich freue mich trotzdem drauf. Aber worüber ihr sprechen könnt, ohne zu viel zu verraten, sind eure Rollen. Ihr spielt Charlie, also du, Sini, du spielst Charlie. Und Khan, du spielst den Tarek. Was für Rollen sind das? Was für Figuren? Also Tarek ist ein cooler Typ, der gerade erst neu aus Syrien gekommen ist, nach Deutschland. Der haut immer dumme Sprüche raus. Machst du das auch im wahren Leben oder nur in der Rolle? Ab und zu auch im Marmel. Okay. Ja, ab und zu. Ja, das können die anderen beiden bestätigen. Und genau. Sinja, was ist Charlie für ein Mensch? Ja, also Charlie ist halt ein 15-jähriges Mädchen, gerade in der Pubertät, klar. Bist du auch 15? Nee, ich bin 19. Du bist 19? 19 ah, okay, schon. Das ist schon mal der Unterschied zwischen den Rollen. Mhm, genau. Und Charlie hat Probleme mit ihrem Stiefvater, kommt irgendwie mit der Familie nicht so klar und wird dann halt von ihrer Mutter auf den Pferdehof geschickt, damit sie mal so ein bisschen Abstand halten kann und vielleicht so ein bisschen sich halt erholen kann. Es geht ja vor allem um Pferde in der Serie. Musstet ihr dafür eigentlich reiten lernen oder vorher reiten können, als ihr gecastet wurdet? Im Endeffekt haben wir uns für einen Cast entschieden, wo eigentlich gar keiner reiten kann. Ach was. Und alle mussten Reitunterricht nehmen. Ihr habt es also beide tatsächlich auch gelernt? Genau. Ja. Wie lange hat das gedauert? Also ich hatte circa 3 Stunden. Nur 3 Stunden? So genau. Wenig? Ja. Also die Grundbausteine gelernt und dann drehen. Ach so. Während des Drehs lernt man halt dann immer noch dazu. Und, aber wir hatten wirklich nicht viel Zeit, um reiten zu lernen. Das war wirklich einmal ins kalte Wasser geworfen werden. Wow. Und das war's dann. Klingt ja nach einer Herausforderung. Auf jeden Und Fall. Es passieren ja, ich habe schon gesagt, viele verrückte Dinge auf diesem Pferdehof. Zum Beispiel, wenn es um die Wahl des Pferdes geht, beziehungsweise des Reiters. Also, wie ich das meine, das zeigen wir euch mal. Günther, Film ab. Zunächst einmal werdet nicht ihr euch eure Pferde aussuchen, sondern sie suchen sich euch aus. Ihr lest unsere Namen vor und die Viecher diskutieren dann aus, wer mit wem und so. Ja, so ähnlich. Einer von der ganz klugen Sorte, was? Tja, das ist wohl lieber auf den ersten Blick. Das ist ein Zwergpferd, Mann. Vergiss es. Ich setze mich auf kein Zwergpferd. Oh, nee. Nee, das will ich nicht. Das ist hässlich. Das ist Jaron. Er ist manchmal etwas unsicher. Er braucht eine führende Hand.
Anscheinend bist du genau die Richtige. Den da will ich. Das geht leider nicht, Patricia. Amman lässt sich nicht bändigen, er ist kein Reitpferd. Jetzt bleibst nur noch du übrig, Charlie. Wie es aussieht, hat er ein Pferd dich gefunden. Was? Ich dachte, man darf den nicht nehmen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Lass es einfach versuchen, ja? Ja, spannend. Alex, wie funktioniert das am Set? Das sah jetzt relativ unkompliziert aus. Ja, das dachte ich vorher auch. Also ich hatte, um zu recherchieren, weil ich vorher ja auch nichts mit Pferden zu tun hatte oder nicht so viel, habe ich so YouTube-Videos geguckt, wie man mit Pferden umgeht oder wie die Tiere funktionieren. Und dann habe ich irgendwo gelesen und gehört, dass Pferde sich tatsächlich ihre Reiter aussuchen. Und dachte, das ist eine tolle Idee und habe das geschrieben. Und es hat irgendwie eine Minute gedauert, diesen Satz in dieses Drehbuch zu schreiben. Und es hat, glaube ich, 2 Tage gedauert, diese Szene zu drehen. Wir haben es gerade gesehen. Charlie wird dann als Letzte von dem ganz wilden Rappen ausgesucht. Warum das? Ja, ich glaube, am Anfang kann sie es sich selber so gar nicht so erklären, weil sie hat ja auch gar keine Lust irgendwie auf Pferde am Anfang. Und nach und nach merkt sie, da ist halt irgendwie eine Bindung zwischen denen. Ah, es entwickelt sich also eine richtige Freundschaft zwischen Charlie und ihrem wilden Rappen. Und die sieht so aus. Okay. Lass uns reden. Verstehen ohne Worte. Zwischen Charlie und dem schwarzen Hengst besteht ein ganz besonderes Verhältnis. Ein Band des Vertrauens. Darf ich bitten? Da staunt selbst Herr Lilienthal nicht schlecht. Charlie und ihr Pferd. Vom ersten Moment an ein wunderbares Team. Oh, das sind Charlie und ihr Pferd. Das ist so richtig romantisch. Wie sieht das denn eigentlich bei Tarek und seinem Pferd aus? Läuft das da auch so romantisch ab? Leider nicht. Also, ich hatte am Anfang sehr viele Probleme. Und vor allem, ich bin ein cooler Typ und plötzlich kriege ich so ein kleines Pferd. Das passt ja nicht so ganz in den Kragen. Und wie das aussieht, das gucken wir uns auch an. Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde. Wunderbar, Tarek. Dann kannst du schon mal die hier nehmen. Nils, das ist dein. Muss das sein? Das ist voll Benny-mäßig. Irgendwas sagt mir, dass ich gerade genau weiß, was du denkst. Und ich denke, wenn es das ist, was ich denke, denken wir dasselbe. Ich denke, wir sind zum Reiten und nicht zum Gassi gehen. Milosch muss dich als sein Leittier anerkennen. Hast du gehört? Ich Leittier, du unter mir. Mann! Komm jetzt. Nicht dein Ernst, oder? Voller Muskelkater. Alter, du saßt gerade mal 10 Minuten auf deinem Pferd. Ich reite heute nicht. Das können die voll vergessen. Ich habe auch das Recht auf einen freien Tag. Mann, ein ganz schöner Sprücheklopfer, dieser Tarek Khan. Jetzt mal ganz ehrlich, wie ähnlich sind sich Khan und Tarek? Eigentlich sehr ähnlich. Tarek ist zu einem, also das soll jetzt nicht eingebildet rüberkommen, sehr schlau, aber okay. Auch... Das heißt auch Khan ist sehr schlau. Aber auch sehr sensibel und ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und dann denke ich mir mal, ich habe sehr gut in die Rolle gepasst. Sinja, wie ähnlich bist du denn der Rolle von Charlie? Ja, ich meine, natürlich gibt es irgendwie so ein paar Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel? Charlie ist sehr stur. Also wenn sie wirklich ihren eigenen Willen hat, dann setzt sie alles daran, das irgendwie durchzusetzen. Das ist bei dir auch so. Und ja, also wenn ich wirklich was will, dann egal was, ich will es dann. Das verstehe ich. Okay. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Bleibt auch noch ein bisschen bei uns, bitte. Jetzt sind aber erstmal wieder die Tigerenten und Frösche dran im nächsten.